Ja, so, hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem LPT, Let's Play Together, und zwar DayZ. Ja, ich spiele DayZ mit einem Freund von mir, und der soll sich mal kurz vorstellen. Ja, Jack, Wasted Hell Life, stell dich mal kurz vor. Ja, hallihallo zusammen. Ich bin der Jack's Wasted Life. Kenne John jetzt schon eine geraume Zeit und jetzt sind wir endlich mal dazu gekommen, ein bisschen ein LPT zu machen. Und wir haben uns für DayZ Epoch entschieden. Das ist so ein kleiner Zusatzmod für DayZ, die es noch nicht kennen. Also, Genau. So, und ich würde sagen, ich bin, wie gesagt, also ich denke mal, dass es Kamenka ist, wo jetzt ich bin. Und ich sehe nur den Steg, der was dort ist, den sehe ich. Ich bin wahrscheinlich auf der anderen Seite wie du. Und jetzt ist ja erstmal die Aufgabe, dass wir uns finden. das ist der Plan. Ich habe beim Starten bei mir auch gesehen, dass ich gerade in Kamenka bin, so wie es aussieht, so wie ich die Map in Erinnerung habe, bin ich vom Kartenrand gesehen hinter Kamenka. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal nach Kamenka reinlaufen, dann sollten wir uns sehen. Aber jetzt schauen wir erst einmal, dass wir am Strand entlang kommen. Richtig, aber bei mir sind jede Menge Zombies am Strand. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, jetzt muss ich auch noch husten. Verdammt, mein Husten wird nicht besser. Ja, ich bin ja gespannt noch etwas. Ich habe ein neues Mikro und bin ja gespannt, ob das jetzt besser von der Soundqualität ist. Und ja, ihr könnt es mir dann schreiben. So, ich bin jetzt ein bisschen auf die Hauptstraße rauf Ja, da bin und ich jetzt ich auch bin drauf gegangen. rechts von Kamenka. Also wenn man aufs Wasser schaut, rechts von Kamenka, dann müsstest du links sein, oder? Nee, also wenn ich aufs Wasser schaue. Nee, genau, wenn ich aufs Wasser schaue, dann ist Kamenka auf der rechten Seite. Also ich bin hinter Kamenka. Dann bin Glaube ich ich auch auf jeden da. Fall. Also wenn ich jetzt Richtung Wasser schaue, dann bin ich auch, ist rechts Kamenka von mir. Ich sehe hier ein Flugzeug. Hier steht ein Flugzeug rum. Wo bist du? Safe, bist du schon auf dem richtigen Server? Ja, natürlich bin ich auf dem richtigen Server. Ach stimmt, wir haben uns ja in Lobby gesehen. Ja. Also ich stehe jetzt vom Stadtschild von Kamenka. Okay, dann werde ich jetzt mal kurz schauen. Ich glaube aber auch, dass ich hinter Kamenka bin, so wie es aussieht. Hinter Kamenka, vor Kamenka. Blödsinn. Ja, also wie gesagt, wenn ich aufs Meer schaue, bist du rechts, es Kamenka rechts von mir. Ja, ich sehe es jetzt da gerade noch nicht so hundertprozentig, was das ist. Aber es schaut mir schon so aus, als wenn da irgendwie der Kartenrand kommt. Ah, dann bist du auf der anderen Seite. Achtung, ah, schau ein Zombie hinter mir her, verdammt. Ja, dann nimm mal die Beine in die Hand. Ja, okay, ich renn mal Richtung zu dich. Ich hoffe, dass du links von Kamenka bist. Das hoffe ich jetzt allerdings auch mal. Wenn nicht, dann nehme ich mir das Flugzeug und hole ich ab. Ja, ich bin auch gerade durch den Wald. Super Landefläche. Das ist bombastisch. Ja, verdammte Scheiße. Rennen schon die Zombies hinter mir her, oder? Das kranke Viech. Ach komm, geh doch weg. Ja, so schaut schwer so aus, als wenn ich vor Kamenka wäre. Ja, bin ich. Also ich versuche mich durch Kamenka durchzuschlagen, weil du läufst ja jetzt gerade nach Richtung hinter Kamenka, oder? Ja, ich bin jetzt in dem Wald oben von Kamenka. Aber Ja, ich komme gut. da jetzt gleich wieder raus. Gut, dann Waffen haben treffen wir uns ja doch noch im Wald. keine. Also ganz kurz zur Epoch, falls jemand das von euch noch nicht kennt. Man kann Basen bauen, man findet bessere Fahrzeuge, man findet auch Militärfahrzeuge. Also sprich, wenn man Glück hat, einen SUV mit Gatling oben drauf, haben wir alles, weil wir haben das Zeitung schon getestet, dass man wissen, wie das mit dem Bauen geht und so. Und deswegen wird es echt spaßig wahrscheinlich. Genau. Und was eine auch sehr, sehr schöne Sache bei Epoch ist, und zwar, es gibt ein Währungssystem. Man kann Sachen an Händler verkaufen. Da gibt es so spezielle Spawnpunkte für Händler. Huch, da ist ein Zombie. Gibt spezielle Spawnpunkte für Händler und da kann man sein Zeug verkaufen und neue Waffen kaufen und so weiter und so fort. Also es verspricht auf jeden Fall interessant zu werden. Auf alle Fälle. Und wie gesagt, man findet auch Flugzeuge, man findet Fahrzeuge, die was stellenweise sogar ganz gut in Schuss sind. Also man muss nicht ewig lang herumsuchen, so wie jetzt bei, wie heißt's, bei normalen DayZ. Aber Genau. sonst sind alle Vorzüge da und die Bugs sind natürlich da wie bei DayZ, also da ändert sich nichts. So, Genau. ich renne jetzt Richtung zu den Stahlbrücken. Ja, genau, ich sehe auch, ich bin gerade auf der Stahlbrücke. Ah, okay, gut, dann wart dort, ich komme zu dir. Ja, ich komm dir einfach entgegen, weil hier Ja. schlawenzelt nämlich auch ein Zombie rum. Ich laufe hier Okay, über der Hauptstraße. hast du schon ein Fahrzeug gefunden oder was außer dem Flugzeug? Nee, da ist nur das Flugzeug, aber das will ich jetzt erstmal in Ruhe lassen, weil da rennt nämlich ein Zombie ganz in der Nähe rum und ich weiß nicht, wie kaputt das Teil ist.
Ja, und weil der Zombie, der ist immer noch hinter mir her. Wie lange rennen die denn einen hinterher? Das gibt's ja wohl nicht. Wenn ich da durch die ganzen Bäume, damit ich sie abhänge, als Sichtschutz. Ja, da gab's ja, mal irgendwann, ich weiß nicht mehr genau zu welcher Version das war, aber da gab's nämlich ein fettes Update für die, die es eben noch nicht wissen. Am Anfang kamen die Zombies einen verhältnismäßig schnell verloren. Jetzt dauert's wirklich eine halbe Ewigkeit, bis er einen verlieren. Der ist weg. Gut, der ist. Nein, jetzt ist der nächste da. Ach komm, leck am Arsch. Entschuldigung. Der eine weg, der andere ist da, verdammt nochmal. Ah, das gibt's ja nicht. Ja. So, hoppla. Ach, ich sehe dich da laufen. Hallo. Ja, da bist du cool. So, dann würde ich sagen, ich bin nicht durch Kamenka durch, sondern oben rüber durch den Wald. Lass uns doch gleich mal in die Büsche hier abhauen. In die Büsche oder in den Wald? Nein, in den Wald darüber. Ja, das ist ein Plan. Und da finden wir auf alle Fälle dann andere Sachen. Vielleicht haben wir Glück und irgendwo steht ein Hubschrauber rum oder so. Achtung, links ein Zombie. Der kannst du uns ausfliegen. Genau, damit ihr es alle wisst, der John ist jetzt nicht John ist jetzt nicht unbedingt der beste Pilot, also er ist ein Pilot, aber ein ziemlicher Bruchpilot. Ja. Also wird das Fliegen wahrscheinlich ich übernehmen dürfen. Genau, pass auf, da geradeaus ist ein Zombie. Ja, ich sehe ihn. Aber Headshots habe ich drauf, gerade weil ich mitspiele, bei Zombies weniger. Und die unabsichtigen Headshots. Aber es sagen ja alle, so wie ich mir sagen lassen habe. Da wäre halt, jetzt haben wir halt noch keine Map und so. Jetzt müssen wir halt uns erstmal so ein bisschen orientieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt weniger das Problem. Also wir kommen jetzt mal weg. Das, und bei Epoch ist noch das nächste. Ich weiß nicht, ob das bei DZ auch ist mittlerweile, aber bei Epoch kann überall ein Zombie spawnen. Ja. Also ich habe hier dickste FPS-Einbrüche gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich gar nichts. Ich sehe zwar auch, dass ich nur mit 20 Grad habe, aber das geht eigentlich ganz flüssig. Ja, ich weiß nicht, woran es gerade bei mir lag. Was weiß ich. Ja, aber jetzt geht's wieder. Du bearbeitest das Video sowieso. Das heißt, durchs Rendern wird es dann trotzdem wieder richtig gut. Also, ja. Solange du nicht laggst und das Spiel flüssig läuft, ist es ganz gut. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja. Wir haben ja hier beide so NASA-PCs rumstehen. NASA-PCs natürlich. Ja, klar. Aus, da ist ja, ich habe eine Turnhalle, da ist nur ein Rechnersystem drin. Boah, schön wär's. Alter, wäre das geil. Ja, so, aber ich bin vom Holzrechner weg, ich habe jetzt schon einen Steinrechner. Der ist aus Kobbel. Aus Kobbel? Aus Kobbel, ja. Aber Mooskobbel, so alt wie der schon ist. Ja, meiner ist jetzt auch ein Jahr alt schon wieder. Aber ich bin halt, die Grafikkarte ist halt geil. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich jetzt irgendwann nochmal ein neues Motherboard mir besorgt und ein i7. Ich weiß nicht, ob auf der i7 auf mein Motherboard passt, das weiß ich nicht, wenn ich ein i5 drauf habe. Wird schwierig wahrscheinlich. Ja, Google und ist dein Freund. Ja genau, und dann könnte ich eventuell meinen, weil bis jetzt die Grafikkarte, der Speicher allein 4 GB, aber der wird nicht ganz genutzt. Mhm. Und das wäre halt doch cool, wenn man den ganz nutzen könnte. Wir können übrigens langsam machen. Sind Sie weg? Ja. Schön. Also ich sehe hier nichts mehr. Ja, gucken wir mal, was wir denn hier so haben. Ah ja, das Übliche. Painkiller, Bandage, Flashlight und ein Rucksack. Jetzt spinnt er ja ganz. Jetzt rennt er immer noch. Ja, du musst auf X drücken. Ja, ich weiß, aber dann komm ich schnell. Ja. So, jetzt. So, wie machen wir es denn für die Zuschauer? Sollen wir ein bisschen was erklären? Zu DayZ generell? Oder. Ja, du hast ja DayZ schon Aufnahmen gemacht, habe ich ja gesehen. Ja, viele waren es nicht, weil ich halt immer nach einem Partner gesucht habe und Gott sei Dank hast du dich wieder gemeldet aus der Versenkung. Ja, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Jack daher. Ja, das ist natürlich das nächste, da hätte ich auch drauf. Naja, wärst schon. Also dazu ganz kurz, falls irgendwie jemand sagt, hey, die hören sich beide bayerisch an. Ja, wir sind beide Bayern. Genau so ist es, obwohl ich ein Zugröster bin, aber ich glaube, das hört man nicht. Nee, das hört man nicht. Sehr gut. Nee, und wir wohnen gerade mal 60 Kilometer auseinander, also deswegen kann da eventuell das eine oder andere Wort sich gleich anhören. Aber wir können ja auch versuchen, Hochdeutsch zu reden. Dann habe ich aber riesengroße Probleme. Ja, und du hörst dich an wie ein Roboter, ja. Ja, das, kann ja. So, wo rennen wir jetzt überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, wir laufen hier einfach durch den Wald. Haben wir Zielsetzung, Möge? Warum denn auch?
Nö, ich würde sagen, irgendwo da, wo es Essen gibt, oder? Na, Ziel Nummer 1, überleben. Nummer 2, Essen und Trinken suchen. Nummer 3, bewaffnen. Und dann sollte man anfangen mit Basebau. Da wäre jetzt die Wiese zum Beispiel, die wäre schon mal ganz cool für so Base. Ja, das auf jeden Fall. Wobei wir beobachtet haben, dass es mit dem Baseball sehr, sehr schwierig ist, wenn man kein gerades Gelände hat. Ah ja, okay. Du kannst nämlich keine Gebäude anständig bauen, wenn du kein gerades Gelände hast. Und da müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber gerade hier so am Flachland, also in der Nähe von in der Nähe von Meer und so weiter, sollten wir schon einige Plätze finden. Wir könnten da mal so eine richtig schöne Waldbase bauen. Weil sie so mitten im Wald drin. Ja, das war cool. Da gibt es zum Beispiel bei Berenzino, da habe ich mal auf einem anderen Server mit noch ein paar Kollegen gespielt. Bei Berenzino gibt es da einen ganz guten Spot. Da kannst du hier schön im Wald so eine schöne Base bauen, die du auch wirklich schön befestigen kannst, wo du dann nicht. Ah, da hinten, warte mal, warte mal, warte mal. Da hinten ist eine kleine Ortschaft. Rechts. Ja. Würde ich sagen, schauen wir uns dort gleich mal hin, oder? Das hört sich doch nach einem Plan an. Vielleicht haben wir eine Halle oder irgendwas oder einen Stadel, wo wir mal kurz reinschauen können. Ja, Farms sind hier sowieso in dem Eck ja sowieso recht viel. Müsste ich da unten irgendwann mal, weil jetzt schon wieder die Battle-Eyed-Client auftaucht unten bei mir, Oh mal ja, bei mir auch. einblenden von Myers LP. Ja, typisch Battle-Eye spammt uns zu. Ja, die spam. Jetzt mal gucken, was haben wir da? Also wir unterstützen uns gegenseitig nicht. Ein Schmann. Ja. Nein, auf keinen Fall. Also ich werde schon schauen, dass ich die Zombies irgendwie zu John lock, damit ich dann schön Ruhe habe und so, weißt Jetzt pass mal auf, jetzt haben wir da Holzhaus stehen. Das ist, glaube ich, das Pavlovo sind wir da. Pavlovo müssten da sein, ja. Ja, genau. Sagt ihr da irgendwas, das Spawnpunkt, irgendwas? Wenn ihr Nö. was findet? Also ich kenne mich nur eigentlich nur an den Städten um den Ozean rum aus. Also so ein bisschen, auskennen ist auch ein bisschen übertrieben. Und alles, was bei der Arma 2-Kampagne um die Landezone Manhattan ist, also um diesen Okay. dicken Berg ziemlich im Ja. Nordosten. Ansonsten sind meine Ortskenntnisse da eher schlecht. Russisch kann ich auch nicht, also von daher kann ich mich auch nicht an den Schildern orientieren. Ja, manchmal kann man es ja entziffern. Ja, Elektrum kann ich mittlerweile und Scherno, aber Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich glaube, da genau. hinten ist eine. Ha nee, das ist ein Haus, schade. Ja. Aber hier ist nix. Ein Ziegelstein, ja. So, Zombies sehe ich noch keine. Nee, ich zum Glück auch noch nicht. Da Da ist ist einer einer. rechts von Ah, da ist dir. einer. Der ist geil Verdammt auf uns nochmal. geworden. Eieiei. Und aufstehen. Jetzt darf er schon wieder rennen. Verdammt. Aufstehen und laufen. Oh, Scheiße. Okay, ich laufe dir jetzt einfach mal unverblümt hinterher. Ja, ich laufe jetzt nochmal ein paar Runden. So im Kreis, weil wird es ihm schwindelig. Ja, ich habe den gerade im Arsch, also du bist Ja, relativ lauf einfach safe. weiter. Aber da werden gleich anderen auftauchen. Ah, da, warte mal, da müssten wir, glaube ich, rein. Nee, doch nicht. Ah, Kirche. Aber die ist zu. Kirche kann, ja, in die kleinen Kirchen kommst du nicht rein. Ja. Du hast einen Zombie Ja, hinten ich dran. weiß. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Ich schaue gerade, ob ich vielleicht eventuell doch irgendwo was sehe. Ah, da ist eine Hütte, wo wir rein können. Aber das ist, ah, da ist auch der nächste Zombie. Das ist halt scheiße mit den Hütten, wenn wir jetzt reingehen, die folgen uns, ja? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, die haben dann keinerlei Chancen, da wegzukommen. Das könnte ein großes Problem geben. Ah ja. Ja. Servus, Herr Nachbar. Ah, das geht gar nicht auf, schade. Ja, lass einfach mal ein Stückchen weiterlaufen. Ich glaube, da hinten ist eine Halle. Nee, es ist auch nichts. Hör doch auf. Bleib auf einmal stehen. Auf einmal weiter. Renn, lauf, Forrest, lauf. Guter Film. Ja, stimmt. Hatte wie Forrest Gump, genau, richtig. Ja. Du, ich habe das Gefühl, dass da jetzt weniger Autos stehen, gell? Da vorne, oder? Ja. Nein, Da, falsche Richtung. das schaut nach einer Halle. Nee, scheiße, das ist keine. Fuck.
Aber stimmt, also als wir den Server aufgemacht haben, dann haben wir doch einiges mehr an Fahrzeugen gefunden. Ach genau, kleiner Funfact noch zu Epoch. Man hat bei Epoch auch die Möglichkeiten, irgendwelche Wracks und Müll, der auf der Straße liegt, den auseinanderzunehmen für Fahrzeugteile. Also Fahrzeugteile kriegt man dann raus und solche Geschichten. Und ja, vor allen Dingen der Müll ist weg von der Straße. Das heißt, man kommt besser durch und muss nicht die ganze Zeit ausweichen. Ja, aber trotzdem, langsam aber sicher, sollten wir mal was zum Trinken besorgen und was zum Essen. Ja. Weil durch das, dass wir die ganze Zeit rennen, ich bin halb leer mit dem Essen und mit dem Trinken bin ich viertel leer. Ja, es ist so ungefähr wie bei mir auch. Und wir laufen immer noch hinter uns her. Ja. Aber wenn wir jetzt immer auf der Straße bleiben, dann kommen wir schon irgendwo hin. Ja. Das auf jeden Fall. Naja. Und vielleicht sollten wir versuchen, bei der nächsten Stadt ein bisschen subtiler da reinzugehen. Und zwar, dass wir uns da reinschleichen. Ja. Stimmt. Entschuldigung, Chef. Ja. Also meine Steam-Freunde spammen mich hier zu. Echt? Das ist echt fantastisch. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da gerade ihr Spiel wechseln. Das ist mittlerweile schon der vierte oder fünfte, der ihr Spiel gewechselt hat. Und vier sind online bei mir. Toll. Das heißt, die wollen mich alle trollen wahrscheinlich. Oh, das Trinken ist jetzt auf einmal halb leer. Oh, fantastisch. Ganz schnell runter. Ja gut, wir rennen bergauf. Na, da hätte ich auch Durst. Allerdings. Ja. Da vorne steht wieder eine kleine Hütte. Ich glaube, da müsste jetzt dann auch wieder Ortschaft kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir müssten halt eine Halle finden, wo wir rein können. Weil dann sind die langsam, da warten wir, bis alle drin sind und hauen auf der anderen Seite ab. Genau so ist es. Ja. Jetzt schauen wir mal da unten. Oder ein Fahrzeug. Da steht ein Auto, aber ist kaputt. Ja, genau, das sind die Wracks, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also. Na, die kann man halt auseinandernehmen. Geht es bei DayZ nicht? Ah, da können wir reingehen in die Hütte, mal schauen, was da drin ist. Ah, da unten, da kommt dann noch kleine. Okay, ich schaue hier in die andere Hütte rein. Ah, du hast einen Jerry. Ja, soll ich mitnehmen, oder? Ja, nehme ich schon mal mit. Eine nehme ich mit, auf alle Fälle. Klopapier brauchen wir momentan nicht. Ich zeige mal immer noch zusammen. Sammeln. Ach du Scheiße. Ich hätte hier was, aber die Zombies waren ein bisschen nah dran. Da unten ist was. Da unten, ja, lass uns mal runterschauen. Was haben wir da? Ah, das sind Hallen. Ja. Wie es aussieht. Das ist ein Umspannwerk, glaube ich, da vorne, oder? Ja. Also die Sherrycan habe ich dabei, also Benzin haben wir jetzt einen Kanister. Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Genau. Ja, und dann nächste. Die Fahrzeuge sind natürlich auch perfekt, was wir dabei haben, was damit drauf sind, die LKWs und so. Weil damit kann man nämlich echt viel transportieren, weil die nämlich echt viel Platz haben. Richtig. Und wir brauchen Unmengen an Holz zum Baseball. Ja. Ach, da ist auch eine Stadt. Schau mal rechts von uns. Da finden wir jetzt bestimmt irgendwas. Aber jetzt erstmal trinken. Ja. Kommen wir erstmal hier runter. Da müsste nämlich auch eine größere Halle sein, oder? Ja, doch, da ist eine. Okay, das ist doch schon mal gut. Aber da wird wahrscheinlich die Hölle los sein, weil das ist nämlich Bau- und Industriegebiet. Also schnell rein, schnell raus. Ja. Oh. Okay, da bin ich jetzt drin. Da ist nichts. Hey, die Halle kenne ich zufälligerweise. Ja, die Halle gibt's öfters auf der Map. Ja, das ist nämlich das gleiche Layout wie von der Armut. Ja. Tja. Gehen wir weiter. Ja. Wir sind halt schnell. Ach, da vorne Auto. LKW. Ja, genau. Das weiße. Ja, dann schauen wir nochmal. Ich steig mal direkt ein. Ich bin ein Stückchen weiter vorne, oder? Ja. Ja. Dann kann man wenigstens damit in die Stadt reinfahren. Genau. Wenn der gut in Schuss ist. Schaut auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja. Sollte passen. Du bist drin? Gut. Gut, ja, fahr zu.